Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht mal was ganz anderes an. Wir haben hier drei Garagen, die weggerissen werden. Räumen die jetzt gerade aus, hier ist der ganze Müll. Die Jungs sind da drin noch am Kloppen. Hier sind noch ein paar Spielgeräte oder Fitnessgeräte. Vielleicht holt die irgendjemand ab. Ein paar Schränke sind da noch drin. Das ist das Erste, was wir heute auf jeden Fall machen werden. Dann müssen wir auf der Giebelseite wieder alles freilegen. Und zwar kommt da jetzt mehr Dämmung ran. Nicht 5 cm, sondern 10 cm, also doppelte Schicht. Das heißt, wir werden dahinter auf jeden Fall nochmal alles frei machen müssen. Der Minibagger ist wieder da, der wurde am Samstag abgeholt. Quasi hier wird ein bisschen frei gemacht. Und hier auch, hier ist ja die Dämmung schon dran. Aber hier soll jetzt nachträglich nochmal 5 cm aufgebaut werden. Planung wurde schon teilweise Samstag errichtet. Damit die hier bald ihre Dämmung legen können. Eisen und dann können sie auch schon anfangen mit ihrer Decke. Ja, also nicht Decke, aber mit ihrer Bodenplatte, meine ich natürlich. Genau, wir räumen jetzt noch alles aus und dann fange ich gleich an, das ganze Ding hier wegzureißen. Wie gesagt, drei Garagen und um 9 kommt der erste LKW zum Verladen. Dann Schrott ist jetzt erstmal alles soweit raus. Ich nehme jetzt oben die Dachpappe einmal runter. Ich versuche sie runter zu kriegen, damit wir die nachher nicht raussortieren müssen, wenn das geht. We'll be right back.
Wir haben diesmal aus drei Perspektiven aufgenommen. Vielleicht ist das interessanter für euch. Wenn das jetzt besser war oder cooler war, sag ich mal, dann würden wir das öfters mal machen. Bauschutt liegt. Die Bodenplatte ist noch drin. Die würde ich aber auch erst rausholen, wenn ich hier gleich einen Teil davon abgeladen habe. Kann dann mit dem Löffel hier hintergreifen und hochreißen. Mein Gott, ist hier viel Eisen drin. Und ein bisschen hier Plastik raussammeln und dann ist das was gut. Dann kommt hier auf jeden Fall auch noch die ganzen Platten mit raus gleich. Dann kann ich den ganzen Boden hier rüber setzen, dann haben wir da drüben wieder Platz und dann können wir auch mit den Fundamenten die restlichen Meter machen. Kurz nochmal zur Info, wir haben jetzt gerade schon mal wieder ein paar Streifenfundamente weitergemacht, weil die LKWs noch nicht kamen. Kommen jetzt aber. Das heißt, ich kann jetzt gleich schon mal einen Teil wegladen. Fahr den Bagger jetzt schon mal nach hinten, weil wir dann erstmal Mittag machen. Ja, wäre eigentlich ganz cool, wenn das heute noch alles weg ist, dass wir den Boden wenigstens vernünftig dahin umlagern können. Weil jetzt hat Mirko so viel da hinten hingefahren, wird ja nicht weniger, ne? Weil umso mehr muss ich halt wieder umsetzen, ne? Ist halt immer ein bisschen beschissen. Also weil man sich halt diesen einen Arbeitsschritt quasi sparen könnte. Ja, genau. Und normalerweise wäre ja heute Abend, heute um 14 Uhr der Transport gewesen auf die neue Baustelle. Also nicht neue Baustelle, meine anderen Kollegen sind schon da, schon seit ein paar Wochen. Aber für mich dann quasi die neue Baustelle. Das wurde jetzt aber verschoben, weil der Baustein noch nicht weg ist, die Fundamente sind noch nicht ganz fertig. Und wir müssen noch ein bisschen was am Planum errichten. Feinplanum von diesem schwarzen Zeug da drinne. Und die Nahwärme kommt noch rein. Und zwar genau hier vorne kommt auch da kommt Nahwärme rein. Da muss ich auch noch die Vorbereitung machen. Um 11 kommt morgen das ganze Material dafür. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen den Transport dann quasi auf Mittwoch. So, die LKW sind jetzt schon da. Also umstellen hier. Auf.
empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Wir haben fertig. Bauschutt vorne ist weg, hinten der ganze Scheiß ist weg. Jetzt werde ich den ganzen Boden umsetzen, den wir letzte Woche nach hinten gefahren haben. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich jetzt erst. War ein bisschen stressig heute früh. Wir mussten alle Anbauteile nach vorne bringen. Und zwar ist nämlich schon der Tieflader da. Den macht Mirko jetzt gerade voll mit allen meinen Anbauteilen. Weil sonst wäre aber viel, viel zu schwer. Dann bringt er die zur neuen Baustelle. Und dann werde ich beladen. Muss halt Ketten noch sauber machen. Aber es wurde hier einige Fundamente vergessen, 3 Stück tatsächlich, die wir jetzt noch schnell machen müssen, solange mein Bagger noch hier ist, weil der Mini-Bagger ist halt nicht mehr da und die sitzen hier vorne, da wo der Typ steht gerade, und das müssen wir halt jetzt noch schnell machen, derzeit, wo die den beladen, also ich denke mal eine Stunde, anderthalb habe ich bestimmt noch Zeit. Das Problem an der ganzen Sache ist, Mirko hat die ganzen Anbauteile von dort hinten, hinter den Kran quasi gestellt, weil wir eigentlich geplant haben, dass er einmal rumfährt und oben wieder raus. Geht aber halt nicht. Das ist ein Flachbett. Das wird nichts. Deswegen muss er jetzt alles nach vorne fahren. Deswegen haben wir quasi jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit als eigentlich gedacht. So, es ging jetzt quasi um dieses lange Streibenfundament. Da mussten wir jetzt einen Teil rausnehmen. Die Fundamente an sich sind eigentlich nur 60 breit und 4 Meter lang. Kann ich natürlich so nicht rausnehmen. Ich habe hier keinen Platz zum Stehen, dass ich die 60 cm rausnehmen könnte. Doch mit dem Tilt. Aber Tilt brauche ich jetzt hier nicht. Der wurde nämlich jetzt mit aufgeladen. Deswegen habe ich gesagt, scheißegal, ich nehme jetzt alles komplett in einer Flucht raus oder in einer Breite. Und dann müssen wir das halt einschalten. Das nützt ja alles nichts, aber das wäre auch wieder viel zu Fummel gewesen. Jetzt werde ich das Fundament wieder freimachen und hinter mir den Graben freimachen, den ich zugemacht habe. Ja, damit die Rohbauer hier auf jeden Fall vernünftig weiterarbeiten können. So, Fundament ist fertig, alles rausgenommen. Wir werden jetzt noch meine Ketten sauber machen. Der LKW ist nämlich schon auf dem Weg zu uns. Alles einmal ein bisschen blitzeblank machen hier und dann geht's rüber. Ketten sind sauber. Er fährt ihn selber raus. Ich denke auch wegen Versicherungsgründen. Er hängt sich jetzt selber quasi ab und dann kannst du von vorne quasi direkt auffahren. Er hängt sich doch nicht ab und fällt seitlich auf. We'll be right back.
So, wir machen jetzt einen Schuh. Wir sehen uns bestimmt bald wieder, Baustelle. LKW ist soweit durch, denke ich mal. Dass wir dann gleich hinterherfahren können. Ja, sehe ich. So entspannt, ist auch viel besser hier runter zu halten. Ja, ist es auch. Jo, wir sind da. Hier wird nämlich eine riesengroße Werkstatt gebaut von dem Fuhrunternehmen, was bei uns immer abfährt, also von Rüderusch. Technische Werkstatt, okay, perfekt. Wir haben unsere Baustelle jetzt eingerichtet. Ich habe jetzt gerade noch mal schnell die ganzen Anbauteile geholt. Die wurden nämlich vorhin dort hinten abgeladen. Und was wir jetzt eigentlich machen, ist Schmutzwasserleitung legen. Hier vorne sind schon fertige Schächte. Die haben meine Kollegen noch gesetzt. Wir gehen jetzt quasi so runter. Dann Richtung Halle bis Ende Halle, glaube ich. Hier haben wir auf jeden Fall viel, viel mehr Platz. Das gefällt mir schon richtig gut hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder im Braunschweiger Hafen und legen jetzt Schmutzwasserleitung. Ich bin auch ganz schön froh, dass wir wieder hier sind. Endlich wieder eine neue Baustelle. Wetter spielt jetzt nicht so geil mit, regnet echt. Und ich muss sagen, ich habe heute das erste Mal wieder lange Klamotten an, sogar ein Pullover. Also. Und wenn ich einen Pullover anziehe und lange Hose, dann ist es wirklich kalt. Weil sobald die ersten Sonnenstrahlen im Jahr rauskommen, bin ich eigentlich der Erste, der eine kurze Hose anhat und ein T-Shirt oder Muskelshirt. Und wenn ich jetzt das hier trage, dann muss das schon was heißen. Die erste Haltung ist gleich fertig. Schacht gesetzt, zwischengemessen, die umschneiden da hinten gerade das Rohr. Nehme ich den Schacht wieder raus, Rohr rein, Schacht drauf schieben, Konus drauf, zumachen, komplett alles erstmal hier festmachen. Oder wieder zumachen. Da müssen wir halt schauen, dass wir hier immer stückelweise aufmachen, weil hier die Tankstelle halt noch benutzt wird. Das sind zwei Tankstellen. Die müssen wir auf jeden Fall immer im Betrieb lassen. Deswegen müssen wir gleich, ich sag mal, 3-4 Rohrlängen aufmachen, zumachen, komplett zumachen, direkt mit Mineralgemisch auf die gewisse Höhe und dann können wir den zweiten Teil machen. Und dann geht das da runter. Wir haben jetzt 3/4 von dem Rohrgraben, der hier über die Tankstelle läuft, schon aufgemacht, liegt Rohrleitung drin, abgesandelt. Mineralgemisch ist drin, wird jetzt abgerüttelt, dann werde ich das gleich hier schon mal zumachen. Weil, wie schon erwähnt, wenn ich jetzt komplett aufmache, kommen sie hier nicht mehr rein zum Tanken. Wie ihr das hier seht, hier wird getankt. Genau. Deswegen machen wir das hier jetzt kurzzeitig zu, dann können sie wenigstens hier rumfahren. Und wir können unseren Teil so weiter straight an der Halle entlang legen. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Ja, wir haben es geschafft, die 300, da liegt jetzt noch der Abzweig, der liegt hier, aber jetzt regnet es gerade, jetzt brauchen die Jungs da gerade nicht draußen stehen, wir haben gerade jetzt noch das letzte Rohr reingelegt im Regen, wir warten den Regen jetzt noch kurz ab, dann muss das einmal alles abgerüttelt werden, was ja auch relativ fix geht und dann ist schon wieder Feierabend, dann warten wir morgen noch auf die 250er Leitung, weil ab diesem Abzweig hier geht es in 250 in beide Richtungen weiter, 250er Leitung haben wir aber nur 5 Rohre jetzt gerade noch hier. Das ist ja relativ schnell reingelegt.
Aber ich muss den Graben, den wir heute früher aufgemacht haben, da oben quasi, wo der ganze Berg noch liegt, den kann ich dann morgen früh schon mal zumachen mit dem Anbauverdichter, weil da sind wir relativ tief. Und dann können die Jungs hinter mir quasi alles sauber machen. Da liegen noch Styroporsachen und alles. Und dann können die das machen. Und dann haben wir zwei Sachen in einer Zeit quasi gemacht. Und dann passt das auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir haben vielleicht doch keinen Feierabend. Irgendwie habe ich mich vertan. Wir haben es gerade mal 15 Uhr. Ich dachte, wir haben schon gleich 16 Uhr. Wir machen jetzt noch das hier zu und da hinten. Oder das hier vorne, meine ich. Und dann haben wir es Viertel vor. Und dann Viertel vor fünf. Und dann haben wir ab. Ja, am Arsch. Irgendwie habe ich mich in der Zeit vertan. Ich weiß nicht, was hier gerade los war. Den ersten Rohrrahmen, wo wir gestern angefangen haben, haben wir jetzt auch zugemacht. Lagenweise verdichtet. Jetzt kommt die letzte Schicht noch auf. Mirko fährt gerade den überschüssigen Boden da hinten weg. Von der Leitung, wo wir aufgehört haben. Und jetzt haben wir gleich Feierabend. Wir sehen uns morgen. Kommt rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist das Wetter wieder herrlich. Es ist zwar kalt, es war 5 Grad. Wenn ich es überlege, letzte Woche hatten wir 35 oder 30 Grad, das sind 25 Grad Unterschied. Das ist schon krass. Ja, wir legen jetzt noch die letzten drei DN250 Rohre und dann gehen wir auch schon an den Schmutzwasserkanal, weil die Rohrleitung noch nicht geliefert ist. Aber wir haben halt Ausweichmöglichkeiten, um auf jeden Fall dran zu bleiben und gar nichts zu arbeiten, sag ich mal. Kanal haben wir fertig. Mirko wird das gleich noch einmal glatt ziehen hier alles. Und jetzt fahren wir zu der 150er Leitung und zeige euch gleich, wie es da weitergeht. Also Leute, wir haben jetzt hier zwei Schächte. Einmal diesen und dort vorne ist noch einer, wenn ihr den sehen könnt. Wir haben ja gestern quasi diese Rohrleitung gelegt, hoch bis da hinten hin. Jetzt legen wir quasi die hier hoch und die ist gar nicht so tief. Nicht mal einen Meter, oder ich würde sagen einen Meter, aber wenn wir gut sind, dann reißen wir das Ding hier heute und dann sind beide Leitungen drin. Dann von dem Schacht noch hoch bis zum Bauzaun. Und weiter als Bauzaun können wir sowieso nicht legen, weil da jetzt große Schächte stehen. Und die erstmal weg müssen und dann läuft die nämlich von den Schächten aus quasi zur Straße und das ist easy. Wir wollten jetzt quasi eigentlich mit dieser Leitung anfangen und auf einmal macht es knack. Hier liegt schon Leitung drin, komplett. Und bei dem Schacht auch. Ja, gut, dann können wir uns das sparen. Das war nämlich die Firma, die vorher hier für uns gearbeitet hat. Wusste aber keiner, dass sie das mitgelegt haben. Jetzt machen wir auf jeden Fall was anderes. Oder wir machen erstmal zu und dann fangen wir was anderes an. So Leute, Stand-Up Media war gerade hier. Nachdem wir dann ja alles abgebrochen haben, weil alles schon drin liegt, setzen wir jetzt den Schacht hier noch. Dann kommt noch ein Schacht, ungefähr da bei dem schwarzen Wagen. Das ist unsere heutige Aufgabe, das schaffen wir ja locker noch. Und dann müssen wir die ganzen Leitungen, die in dem zweiten Abteil da hinten sind, da fehlen teilweise noch Stutzen, die wir nachträglich nochmal einbauen werden. Die werden wir nachher einmal zählen, dann schicke ich meinen Bruder los, kann er die schon holen, dann können wir morgen schön die ganzen Stutzen einbauen, die ganzen Abzweige einbauen und dann ist das ein chilliger Freitag. We're existing.
down, burn it down. Burn it down. We don't burn it down. So, jetzt noch der Kronos. Dichtung ist auch drauf. Jetzt noch der Kronos und dann sind wir damit fertig. Crazy berserker. Zweiter Schachsitz, Kronos noch drauf, zumachen, abbuddeln, fertig. Dann einmal durchplanen, was uns jetzt noch fehlt für die Rohrleitung, die wir morgen legen. Also wo die ganzen Abzweige jetzt noch fehlen. Das werden wir schauen, wie viele wir haben, wie viele wir noch besorgen müssen. Damit wir das morgen früh direkt machen können, dann können wir morgen um 7 direkt bei HTI sein. Braucht keiner mehr losfahren, bevor wir hier auf der Baustelle sind. Oder nachdem wir hier auf der Baustelle waren. Ja, und der ganze Scheiß, hier kann gleich noch weggefahren werden, damit das alles wieder befahrbar ist hier. So, so, so. Kann alles drin, ja. Perfekt. Wir machen Feierabend. Bis morgen. Einen schönen Freitagmorgen wünsche ich euch. Wir haben jetzt unseren WA200 auch hier drüben. Volle Besetzung ist hier. Selbst unser Radladerfahrer ist jetzt hier, weil wir heute Abend nämlich oder heute Mittag grillen werden. Deswegen sind wir jetzt komplett alle hier. Unsere Vermesser sind hier. Und ja, jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal die ganzen Abzweige, die noch nicht mit drin sind, setzen. Die ersten zwei haben wir jetzt fertig. Die wurde auch richtig dumm gelegt. Wenn man sich das jetzt so anguckt, genau da, wo auch die Einläufe hinkommen. Das ist natürlich blöd. Hier ist alles weggerissen. Das war unsere Flucht quasi. Und unsere Höhe steht hier dran. Ne? Und da ist natürlich das Lose. Ne? Richtig dumm gelegt, die Leitung. Aber so haben wir es jetzt gelöst. Der läuft quasi zu dem. Und der geht direkt hier hoch. Und ja, auf zu den nächsten. Den einzelnen habe ich jetzt gerade mal meinen Bruder machen lassen. Hat auch relativ schnell verstanden, er zugeschaut, konnte das eigentlich fast dann alleine hier. Ja, ist natürlich schade jetzt, dass er nur 4 Wochen hat, jetzt gerade wo er drin ist, alles gelernt hat und jetzt wieder zum Bund muss, ne? Aber ist wie es ist, bin mal gespannt, ob er dann in 2 Jahren, wenn er da raus ist, seine Ausbildung macht, weil hier ist er dann auf jeden Fall gern gesehen. Den letzten für heute haben wir jetzt auch fertig gemacht, mein Bruder habe ich losgeschickt. Grillsachen kaufen. Wir werden jetzt komplett erstmal alles aufräumen oder Mirko wird das jetzt machen mit dem Radlader. Wir bauen uns da hinten hinter den Anhängern noch so eine BE-Fläche, wo jetzt das ganze Material hinkommt. Ich zuppel mir gleich den Holzcontainer her. Und zwar liegt hier noch so viel Holz, was hier auch noch weg soll, weil hier nämlich auch noch Mineralgemisch aufgefüllt wird. Und den zuppel ich mir jetzt hierher, baue den Sortiergreifer an, schmeiß das da rein und zuppel den wieder zurück. We'll be right back.
So, wir machen jetzt Feierabend. Der Grill läuft schon. Perfekt. Ja, das ist übrigens unser Praktikant, der jetzt den letzten Tag gerade hat. Mike, wie war's für dich soweit? Auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, hat sehr viel Spaß gemacht. 4 Wochen mal hier reinzuschauen, habe viel gelernt. Für die Zukunft auf jeden Fall ist es so, dass ich auf den Bau gehen möchte. Ja. Perfekt. Also wir werden jetzt noch ein paar Steaks essen. Like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Sehr schön. Schönes Wochenende euch. Ciao.